ich bin die Anna, das ist der Kai, mein Sohn. Er ist mittlerweile schon 10 Monate alt und hat ein wenig Schluck auf. Heute möchte ich euch seine und auch meine allerliebsten Krabbelschuhe vorstellen und ein paar Worte dazu sagen. Und zwar sind es die von Jacobs, oder vielleicht spricht man es auch Jacobs aus. Er hat sie auch an. Also alleine dieses Design, ich finde die super süß. Sie sehen schon ein wenig mitgenommen aus, weil Kai trägt sie schon seit sicher einem Monat und das täglich. Und warum wir die so mögen, erzähle ich euch jetzt. Ich ziehe einmal einen aus. Also so sehen die aus. Super weich aus Leder. Sehr einfach anzuziehen, da sie so einen schönen Gummizug haben. Und gerade für Kinder, die noch nicht laufen können, aber krabbeln, sind die super geeignet. Die kann man anziehen, so wie heute eben, über die Strumpfhose. Man kann sie aber auch einfach auf den bloßen Fuß anziehen. Der Vorteil ist, dass so eben Babys Fuß geschützt ist und dass sie am Boden nicht so sehr herumrutschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also bei uns war es so, dass ich sehr viele Babyschuhe geschenkt bekommen habe oder auch von Bekannten. Und ich habe auch selbst welche gekauft und ich muss sagen, alle zum in die Tonne treten, wirklich. Innerhalb von 10 Sekunden hat Kai sich die ausgezogen und weg waren die Schuhe. Und bei diesen hier war das absolut nicht der Fall. Ich dachte auch zuerst, ja, sehen aus wie alle anderen Babyschuhe. Okay, schauen wir mal, ob wir die überhaupt anziehen können. Ich muss sagen, dank diesem Gummizug konnte man es wirklich sehr leicht anziehen. Und Kai hat sie sich aber auch nicht selbst ausgezogen und sie auch nicht verloren. Was ich immer ein wenig schwierig finde, ist die Größe zu bestimmen. Wir haben hier, glaube ich, 21 bis 22. Das heißt, die gehen auch über 2 Größen. Denn bei normalen Schuhen sind die dann oft zu eng. Ich denke, die wachsen sogar ein wenig mit. Und viel mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Ich kann sie wirklich empfehlen. Schaut sie euch bei babyartikel.de auf jeden Fall an, wenn ihr auf der Suche seid nach solchen Krabbelschuhen. Also solche Modelle kann ich empfehlen, aber alles andere, vor allem mit zum Schnüren und Klettverschluss und so, haben bei uns wirklich nicht funktioniert und waren keine Erleichterung. Ja, ich sage danke fürs Zusehen und bis bald. Tschüss!